Das waren 19 Minuten und 11 Sekunden überzogen. Das macht 5 Minuten Zuschlag für die Oppositionsfraktion. Und als erstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Nancy Faeser, zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit einem Jahr leben wir mit Corona. Bestimmt Corona unsere Gedanken, unseren Alltag, unser Leben. Und ich will an dieser Stelle für einen Moment all jener Menschen gedenken, die dieser schrecklichen Pandemie hier in Hessen, in Deutschland, in der Welt zum Opfer gefallen sind. Wir ehren sie mit Kerzen in unseren Fenstern und mit Erinnerungen in unseren Herzen. Unser Dank gebührt den Heldinnen und Helden in unseren Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kitas, Schulen, in den Bussen, in Supermärkten, in der kritischen Infrastruktur und in unseren Nachbarschaften. Und ich will all jenen danken, die unter großen persönlichen Entbehrungen dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ich weiß, jeder verlorene Kontakt schmerzt, jeder verpasste Besuch fehlt, jeder Geburtstag ohne Gäste ist wie die Stadt Frankfurt ohne unsere Eintracht. Umso wichtiger ist es, auch die guten Nachrichten nicht zu vergessen. Die Corona-Lage in Hessen ist dank der Solidarität der Menschen etwas entspannter. Der Trend geht in die richtige Richtung. Doch nach wie vor sind die Intensivstationen stark belastet. Nach wie vor sterben jeden Tag viel zu viele Menschen. Und hinter jeder dieser Zahlen steckt ein sehr persönliches Schicksal. Ein Vater oder Großvater, eine Schwester, eine Freundin. Und deshalb sind in diesen Tagen unsere Gedanken bei den Angehörigen und Freunden der Opfer. Diese Schicksale haben wir vor Augen, wenn wir darüber sprechen, welchen Weg wir in der Krise gemeinsam gehen wollen. Und deshalb haben wir die Verlängerung des Lockdowns, so schwer es allen fällt, dies mitzutragen, deshalb haben wir diesen Verschärfung der Maßnahmen grundsätzlich zugestimmt und halten sie auch grundsätzlich für angebracht. Zugleich dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, wie die Vorbehalte in der Bevölkerung steigen. Dazu hat die Landesregierung jedoch auch an der einen oder anderen Stelle beigetragen. Nach wie vor gibt es keine umfassende Aufklärungskampagne. Ich will noch einmal sagen, wie wichtig das wäre. Gerade dieser Tage, wenn Sie draußen mal schauen, wie die Menschen unterwegs sind, da gibt es immer noch Menschen, die die Masken falsch tragen, nicht wissen, wie man sie ordentlich trägt, warum das wichtig ist, dass man sie richtig trägt und warum man dieses Abstandshalten macht, warum das im Privaten auch so wichtig ist. Und dafür bräuchte es eine umfassende Aufklärungskampagne, keine Selbstbeweicherungsmaschinerie von Schwarz-Grün. Das will ich dazu sagen, nicht missverstehen. Es geht hier nicht um Werbekampagnen. Es geht um eine echte Aufklärungskampagne, die zwingend notwendig wäre, meine Damen und Herren. Und je mehr die Menschen wissen, was warum gilt und wie sie sich und andere schützen können, desto eher akzeptieren sie nicht nur die Maßnahmen, nämlich das Abstandshalten, das Masketragen, der Hygienemaßnahmen, sondern sie werden sie dann auch mittragen. Und das ist das Entscheidende. Denn auch das stimmt ja. Viele der Maßnahmen sind hilfreich und unmittelbar nachvollziehbar. So war zum Beispiel dringend nötig, eine Verpflichtung für die Arbeitgeber für Homeoffice herbeizuführen. Denn angesichts der Zahlen war die Strategie mancher Arbeitgeber, möglichst schnell wieder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Büro zurückzubringen, gelinde gesagt, wenig hilfreich. Wir haben hier in Hessen schon lange dafür geworben, und umso mehr gilt mein Dank an dieser Stelle Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz das gegen manchen Widerstand durchgesetzt hat, meine Damen und Herren. Auch die Pflicht, im ÖPNV und beim Einkaufen medizinische Masken zu tragen, ist sicher richtig
Und es ist wichtig, dass wir dabei nicht jene vergessen, die das nicht einfach mal so bezahlen können. Wir dürfen in der Krise niemanden zurücklassen, meine Damen und Herren. Und wir dürfen nicht so tun, Herr Ministerpräsident, als ob alles gut wäre. Ja, in der Pandemie ist nicht alles planbar, das teile ich ausdrücklich. Ja, es ist klar, dass auch Fehler passieren. Aber man muss als Landesregierung dann auch mal zu diesen Fehlern stehen, meine Damen und Herren. Und ich finde es fast unerträglich, dass sich CDU und Grüne permanent selbst auf die Schulter klopfen, während sie an entscheidender Stelle versagen. Und ich will das kurz anreißen. Die fehlende Teststrategie in den Pflegeheimen, die fehlende Teststrategie in den Kitas, der vermasselte Impfstart, das Kontaktverbot für Kinder und vor allen Dingen der stümperhaft vorbereitete digitale Fernunterricht in Hessen. Herr Ministerpräsident, ich hätte von Ihnen erwartet, dass Sie die Fehler Ihrer Minister heute hier offen ansprechen und sie nicht noch verteidigen. Zur Verantwortung gehört nämlich auch, zu seinen Fehlern zu stehen. Und Verantwortung hätten Sie heute für Ihre Regierungsmitglieder hier übernehmen können, aber das haben Sie nicht getan. Und ich will im Einzelnen auf die Punkte eingehen, weil ich sie schon für extrem spannend, gerade in diesen Zeiten haben, gerade wo es um das Erhöhen der Akzeptanz dieser doch sehr schwerwiegenden Grundrechtseingriffe geht. Lassen Sie mich das konkret machen. Kontaktverbot für Kinder. Generell dürfen sich die Angehörigen eines Haushalts derzeit nur mit einer weiteren Person treffen. Das ist generell schon schwierig zu vermitteln, weil ich will das Beispiel mal nennen. Man kann sich als ein Haushalt mit der Oma treffen, ohne den Opa. Der darf nicht dabei sein. Die Tochter aus derselben Familie kann aber Oma und Opa besuchen. Das führt bei vielen Menschen draußen schon zu großen Fragezeichen, warum man eine solche Regelung macht. Jetzt kann ich den Weg aber noch mitgehen, weil damit will man ja zum Ausdruck bringen, dass man möglichst die Kontakte reduziert. Das bringt es ja sehr stark zum Ausdruck, und so weit gehe ich auch mit. Wo wir nicht mehr mitgehen, und das haben wir auch sehr frühzeitig gesagt, das beantragen wir auch heute, ist bei den kleinsten Kindern, weil es nicht vermittelbar ist. Und der Ministerpräsident hat es ja angesprochen. Wir werben dafür, dass Menschen ihre Kinder nicht in die Einrichtungen geben, nicht in die Kitas. Das heißt, wir nehmen sie komplett raus aus jeglichem Kontakt von Gleichaltrigen. Und gleichzeitig verfügen wir, dass diese Kleinstkinder nachmittags auch niemanden treffen, weil wie realistisch ist es denn, dass Kinder unter 6 Jahren in eine andere Familie zu einem anderen Kind hingehen? Nämlich gar nicht. Und diese Regelung, wie sie in Hessen in der Verordnung geregelt ist, ist grausam, meine Damen und Herren. Es stellt für die Kinder eine unzumutbare Härte dar. Und deswegen haben wir heute den Antrag vorgelegt, diese Kontaktbeschränkung für Kinder unter 6 Jahre aufzuheben, meine Damen und Herren. Damit wären wir bei einer Regelung wie in Rheinland-Pfalz. Es ist etwas mehr als in Niedersachsen, die bis 3 Jahre diese Ausnahme haben. Es ist aber viel weniger als in vielen anderen Bundesländern, die sogar bis 12 Jahre oder 14 Jahre diese Ausnahmen machen. Hessen ist da eines der restriktivsten Bundesländer. Ich bitte Sie, über diesen Punkt noch einmal nachzudenken und da diesem Antrag von uns im Sinne der Kinder in Hessen mitzugehen, meine Damen und Herren. Die Teststrategie in den Kitas. Ich gehe den Weg mit, Herr Ministerpräsident, wie Sie ihn hier beschrieben haben, zu sagen, was machen wir denn in den Kitas? Ist es der richtige Weg, zu sagen, wir schließen die, machen ein Betretungsverbot und haben tatsächlich die gleichen Sorgen wie letztes Jahr im Frühjahr, nämlich zu entscheiden, wer ist systemrelevant, wer nicht? Ich finde, das macht auch was mit den Menschen, ob man systemrelevant eingestuft wird oder nicht. Mancher fragt sich ja dann auch, was bin ich eigentlich in der Gesellschaft wert? Deswegen finde ich es ausdrücklich richtig, diesen Weg nicht zu gehen, sondern zu sagen, wir machen kein Betretungsverbot. Soweit gehe ich mit und glaube auch, dass die Alternativen dazu übersichtlich sind. Aber die Frage ist ja dann, wenn wir so etwas machen und zulassen, dass so viele Kinder nach wie vor in die Einrichtung kommen, was macht das dann mit dem Personal? Was macht das mit den Erzieherinnen und Erziehern, die Tag für Tag sehr viele Kinder noch zu betreuen haben? Und
Das geht ja auch gar nicht anders, wenn man eine solche Regelung hat und viele Eltern darauf angewiesen sind. Also müssen wir doch die Erzieherinnen und Erzieher besonders schützen. Und da reicht es aus unserer Sicht mitnichten aus, zu sagen, die können sich zweimal im Monat irgendwo testen lassen. Das ist zwar umsonst, aber sie müssen in irgendeine Arztpraxis gehen. Das ist ja auch mit Aufwand verbunden. Deshalb fordern wir, dass das einmal in der Woche für alle Erzieherinnen und Erzieher möglich ist, und zwar in der Einrichtung. Das wäre ein angemessener Schutz für Erzieherinnen und Erzieher. Und wir fordern Sie auf, dass Sie auch die Masken kostenlos für Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stellen, weil das würde zumindest mehr Schutz bei dieser Arbeit, die Sie hier verordnet haben, bewähren. Und jetzt will ich die Maskenpflicht noch einmal ansprechen. Wir dürfen die Menschen in der Krise nicht alleine lassen, schon gar nicht die Schwächsten. Das heißt auch, wenn man das Tragen von FFP2-Masken oder OP-Masken in bestimmten Bereichen des Alltags verpflichtend vorschreibt, ist man in der Verantwortung zu helfen. Das heißt, man darf diejenigen, die auf finanzielle Unterstützung des Staates angewiesen sind, nicht mit den Kosten alleine lassen. Und ich bin ausdrücklich froh, dass eine Regelung gefunden wurde, dass zumindest diejenigen, die Tafelberechtigung haben, jetzt auch an Masken drankommen, dass es da eine Vereinbarung mit den Kommunen gibt. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Wir haben einen wesentlich größeren Bevölkerungskreis, der auf Grundsicherung angewiesen ist und diese medizinischen Leistungen mit 17 Euro im Monat eben nicht zusätzlich stemmen kann, meine Damen und Herren. Und deswegen haben wir schon sehr frühzeitig im vergangenen Jahr gefordert, die zusätzlichen finanziellen Belastungen durch die Pandemie auszugleichen und dort einen Zuschuss zu gewähren. Das wäre gerecht angesichts dieser Maßgaben. So ein Zuschuss ist nun nach der Verschärfung der Qualitätsanforderungen an die Masken wichtiger denn je. Und für die SPD ist klar, Infektionsschutz darf kein Luxus sein, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir einmal zu der Teststrategie in den alten Pflegeeinrichtungen. Ich will zunächst etwas Grundsätzliches sagen, weil ich glaube, dass ältere Menschen nicht nur Pflege und Begleitung durch die Fachkräfte brauchen, sondern auch Kontakt zu ihren Angehörigen und Bekannten. Die Entscheidung, Pflegekräfte endlich häufiger zu testen und eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher einzuführen, war längst überfällig. Und Herr Ministerpräsident, da bin ich etwas verärgert heute über Ihre Ausführungen. Wir haben bereits letztes Jahr sehr frühzeitig diese Testung eingefordert. Sehr frühzeitig. Das lässt sich nachlesen. Meine Kollegin Frau Dr. Sommer hat das hier nahezu in jeder Sitzung gesagt. Wir haben das beantragt. Und Sie stellen sich heute hier hin und sagen, es ist alles prima, wir schützen da jetzt sehr gut. Nein, weil man muss mal hingucken, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und das ist jetzt sehr bitter. Und das tut echt weh. Im November, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viele Menschen im November in Hessen in alten Pflegeeinrichtungen gestorben sind, dann sind das von allen Todesfällen in Hessen im November 57%, die in alten Pflegeeinrichtungen gestorben sind. 57%, das ist viel mehr als im vergleichbaren Zeitraum in allen anderen Bundesländern. Und das sind 630 Menschen, und ich habe es vorhin gesagt, wo ein persönliches Schicksal dahinter steht. Und da müsste man eigentlich sehr reumütig hier vorne stehen und sagen, dass dieses, angesichts dieser Zahlen, dieser furchtbaren Zahlen in Hessen, es angemessen wäre, sich mal bei den Angehörigen zu entschuldigen und zu sagen, dass man auch Fehler eingestanden hat. Aber dann, nicht nur das, ich sage gleich noch etwas zur Fehlerkultur, nicht nur das, sondern sich auch noch hier hinstellt und sich lobt für die eigene Strategie,
den Gesundheitsminister lobt und sagt, wie toll man ist, weil man millionenfach Schutzausrüstung in dieser Einrichtung gewann, die Tagespflege auch. Fragen Sie einmal die Tagespflege, wie die im letzten Jahr behandelt wurde. Nämlich sehr stiefmütterlich. Das waren immer diejenigen, die zuletzt irgendwas bekommen haben, die übrigens bis heute noch nicht alle durchgeimpft sind und immer noch eine schwierige Aufgabe haben, weil sie natürlich in viele unterschiedliche Familien rein müssen und dort keinen Schutz haben. Doch anders als in anderen Bundesländern wie in Bayern, Hamburg, ist es in Hessen auch so, dass bislang die Besucher, ich hatte gerade darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass Besucher zu den älteren Menschen kommen, damit sie nicht einsam sind. Anders als in Bayern und Hamburg können sich diese Besucher nicht in den Einrichtungen testen lassen, sondern sie müssen mit einem Test, den sie von woanders organisieren, in die Einrichtungen kommen, und die Besucherinnen und Besucher müssen diesen bezahlen, meine Damen und Herren. Und ich werbe dafür. Das ist das Mindeste. Ich fordere Sie auf, meine Damen und Herren von der Landesregierung, in Hessen das auch umzusetzen, dass die Besucherinnen und Besucher in den Einrichtungen getestet werden können und dass diese Tests auch übernommen werden von den Kosten, wie das in Bayern und Hamburg der Fall ist. Das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass sich ältere Menschen in diesem Bundesland in Pflegeeinrichtungen besser fühlen und mehr Besuch haben können, meine Damen und Herren. Und jetzt haben Sie ausgeführt, da gibt es ja viele Einrichtungen, die lassen sich gar nicht helfen. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Videoschalten. Frau Dr. Sommer weiß das, die wir gemeinsam hatten mit den Einrichtungsleitern, die letztes Jahr ziemlich verzweifelt waren, weil sie keine Unterstützung bekommen haben. Viele haben sich danach gesehnt. Ich weiß, dass viele Landkreise das jetzt mit der Bundeswehr ganz gut geregelt haben, insbesondere für kleine Häuser, aber dass es da immer noch ein großes Delta gibt. Und ist es nicht an uns allen, jetzt einen Weg zu finden, wie die anderen mehr Unterstützung haben können, statt dann hier sich auch noch hinzustellen und zu beschimpfen, zu sagen, na ja, die haben das ja gar nicht eingefordert. Da müssen wir doch jetzt gemeinsam einen Weg finden, wie wir dort bestmöglichst unterstützen können, weil so etwas wie im November letzten Jahres darf es in Hessen nicht mehr geben, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu einem Thema, wo Sie gesagt haben, meine Wortwahl wäre unangemessen gewesen. Ich finde das angesichts des letzten Wochenendes spannend, dass ausgerechnet die hessische CDU mit ihrem Generalsekretär und einem Landesvorsitzenden mir sagt, meine Wortwahl sei unangemessen gewesen. Im Bereich der Bildungspolitik, die Menschen gerade sehr stark berührt. Und ich finde schon, dass wir erinnern uns alle noch, ich gucke Frau Wissler an, Herrn Wagner, Frau Klaus, Herrn Rock, Herrn Lambrou, wir waren in einer Telefonschalte und hatten die Idee davon, was wir für ein Modell für Schule alle miteinander ziemlich gut finden. Und dann war zwei Tage später alles anders. Und ich glaube, es reicht nicht aus, Herr Ministerpräsident, hier zu sagen, na ja, andere machen es auch so. Das reicht nicht. Wir haben als Sozialdemokratie hier in Hessen sehr frühzeitig ein Modell vorgelegt, nämlich das Wechselmodell an hessischen Schulen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen das nicht aus Prinzip, weil wir das Wechselmodell so wahnsinnig toll finden, sondern wir wollen das anwenden, und zwar frühzeitig, um Schulschließungen zu verhindern. Das haben Sie in diesem Hause mit Mehrheit abgelehnt. Und was haben wir jetzt als Ergebnis? Schulschließungen, meine Damen und Herren. Und das sollte eigentlich vermieden werden. Und da finde ich schon ziemlich spannend, sich dann heute hier hinzustellen, zu sagen, Sie haben ja gar keine Idee davon. Doch, hatten wir, und zwar schon sehr, sehr frühzeitig, nur Sie haben nicht zugehört und Sie haben es nicht umgesetzt. Das ist doch das Ergebnis dessen, was Sie hier gemacht haben. Und deswegen will ich auch noch einmal daran erinnern, ich habe es ja vorhin, habe ich ja mit Aufmerksamkeit, Herr Kultusminister, in der Fragestunde zugehört. Ich finde das schon witzig. Da wird über Monate hinweg heruntergespielt, wie die Lage an Schulen ist. Ich saß hier immer dabei, als gefragt wurde, an wie vielen Schulen ist denn die Schule geschlossen? Da wurde gesagt, nur an ganz wenigen. Ach, aber es wurde nie gesagt, dass an ganz vielen Schulen schon einzelne Klassen zu Hause waren. Das wurde hier nicht berichtet.
Und dann wurde immer gesagt, das ist alles prima, alles bestens, deswegen lassen wir die Schulen offen. Das Ergebnis ist jetzt, dass sie faktisch geschlossen sind, weil digitaler Fernunterricht nicht funktioniert. Und da frage ich mich schon, was haben Sie eigentlich den letzten Sommer gemacht, um diesen schlimmsten aller Fälle vorzubereiten? Was haben Sie denn getan, um die Lehrerinnen und Lehrer mit den Endgeräten auszustatten? Was haben Sie denn gemacht, um digital auch weiter- und fortzubilden, damit man in der Lage ist, diesen digitalen Distanzunterricht jetzt hinzubekommen und jetzt nicht die verzweifelten Worte von allen Lehrerinnen und Lehrern vor Ort mitzubekommen, dass sie auf eine solche Situation überhaupt nicht vorbereitet sind? Und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert in anderen Bundesländern anders. In Hamburg hat man an Schulen schon regelgerecht einen Tag in der Woche diesen digitalen Distanzunterricht gemacht, um für den schlimmsten aller Fälle vorbereitet zu sein. In anderen Bundesländern wurden auch Wechselmodelle schon angewandt. Das wurde nicht überall so apodiktisch wie hier gemacht. Erstmal schön Präsenzunterricht, koste was es wolle, um dann in eine sehr schwierige Situation reinzugehen. Also, meine Damen und Herren, ich bin sehr entsetzt darüber, dass Sie die Zeit, die Sie gehabt hätten im Sommer, nicht dafür genutzt haben. Wo sind Ihre Konzepte für Fortbildung? Wo ist die bessere technische Ausstattung, um die Schulen tatsächlich krisenfest zu machen? Ich muss wirklich sagen, Herr Kultusminister, es ist ein Skandal, dass nach 300 Tagen Corona immer noch kein voll funktionstüchtiges Schulportal zur Verfügung steht und die Videofunktionen, die für den Fernunterricht notwendig sind, noch immer nicht einsatzfähig und flächendeckender Einsatz nicht möglich ist, ganz zu schweigen von den digitalen Endgeräten. Und das sehen nicht nur wir so. Ja, die neueste Umfrage zeigt es ja, dass 2/3 der Hessen die Schulpolitik von Schwarz-Grün in der Krise jetzt die Note ungenügend geben. Ungenügend. Das hat nichts nur mit hier dem zu tun, was wir sagen, sondern draußen sehen das die Menschen auch so. Und unterhalten Sie sich dieser Tage mal mit Eltern, die wirklich leiden darunter, wie sie diesen digitalen Fernunterricht mitstemmen sollen. Das können eben nicht alle Eltern. Und insofern verstärkt es das Ungleichgewicht der Schülerinnen und Schüler ganz extrem, weil diejenigen, die es ohnehin schon schwer haben, werden abgehängt. Und ich will Ihnen das noch einmal sagen, Herr Kultusminister, Herr Ministerpräsident, Sie tragen die Verantwortung dafür, dass hier ganze Teile von Schülerinnen und Schülern abgehängt werden, meine Damen und Herren, abgehängt. Und ich kann wirklich Sie nur auffordern, dass Sie jetzt wirklich, so wie Sie es geplant haben, ab dem 15. Februar in das Wechselmodell übergehen und tatsächlich dann auch diese Strategie mal verfolgen. Und vielleicht wäre es schön, dann hin und wieder auch mal auf unsere Vorschläge zu hören. Die sind nämlich gar nicht so schlecht, wie Sie ja selbst jetzt feststellen, wenn Sie sie selber anwenden, meine Damen und Herren. Ich möchte einen Bereich ansprechen, der mir persönlich als Frau sehr zu schaffen macht, weil wir in der gesellschaftlichen Entwicklung sehen, was die Pandemie auch mit den Rechten von Frauen macht und auch mit dem Selbstverständnis. Und die Auswirkungen der Pandemie sind auf Frauen sehr groß, weil sie auch gerade einen Großteil der Care-Arbeit immer noch übernehmen. Und insofern bräuchte es hier eigentlich einen starken Sozialminister, der handelt. Den haben wir aber leider nicht in Hessen, meine Damen und Herren. Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass die Landesregierung dort hinguckt, Strategien entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Es kann nicht sein, dass 30 Jahre Arbeit von Frauen jetzt in der Pandemie in einem Jahr über den Haufen geworfen werden. An diesem Selbstverständnis sollten wir alle miteinander arbeiten, dass Frauen wieder gleichberechtigte Rollen bekommen und darauf in der Pandemie auch geachtet wird und man dort Unterstützung gibt. Viele Menschen haben dieser Tage echte Existenzängste. Sie sind in Kurzarbeit, müssen daher mit weniger Gehalt auskommen. Das ist für viele nicht so einfach.
weil viele ja auch so mit ihrem Einkommen leben, dass es ganz knapp reicht. Andere haben ihren Job schon verloren oder sie haben als Solo-Selbstständige kein Einkommen mehr. In dieser Lage bräuchte das Land einen Wirtschaftsminister, der um jeden Arbeitsplatz kämpft, Tag für Tag. Doch Hessen hat nur Tarek Al-Wazir. Ob am Flughafen, bei Conti, bei VW, bei Opel, überall dasselbe Bild. Der Nicht-Wirtschaftsminister glänzt durch Abwesenheit. Er hat Besseres zu tun, als sich dort sehen zu lassen. Das musste ich mir ja kürzlich sagen lassen, kurz vor Weihnachten in einer Diskussion bei der FAZ, dass er nun wirklich keine Zeit dafür hätte, sich morgens auch noch 3 Stunden vor die Werkstore zu stellen. Das ist eine Haltung, die kann man haben. Ich finde die als Wirtschaftsminister alles andere als angemessen, meine Damen und Herren. Deshalb fordere ich Sie erneut auf, Herr Wirtschaftsminister, nehmen Sie Ihren Job ernst und kümmern Sie sich um die Arbeitsplätze in Hessen. Gehen Sie zu den Unternehmen, die die Krise ausnutzen, um ihre Gewinne zu maximieren. Es gibt Unternehmen in Hessen, die haben Kurzarbeit angemeldet und machen Rekordgewinne. Da müssen Sie gegen vorgehen. Nehmen Sie Ihren Einfluss wahr im Sinne der Beschäftigten, auch dort, wo Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, wie z.B. bei Conti, nur weil man Gewinne maximieren möchte. Ansonsten, meine Damen und Herren, liegt der Verdacht nahe, dass das, was der Generalsekretär der CDU am Wochenende gesagt hat, möglicherweise ein Teil der Landesregierung auch denkt. Wir brauchen in dieser Krise keine Marktbereinigung, wie Ihr Generalsekretär gesagt haben soll, Herr Ministerpräsident. Wir brauchen eine Landesregierung, die tatsächlich um jeden Arbeitsplatz in diesem Bundesland kämpft. Jetzt hat der Ministerpräsident heute lange ausgeführt, und ich bin ihm ja dankbar, dass er endlich einmal etwas auch zur wirtschaftlichen Situation mancher Branchen gesagt hat. In anderen Corona-Reden kam Wirtschaft gar nicht vor. Aber man hört keine Vorschläge aus Hessen. Man hört, dass das alles lange dauert, dass es kompliziert ist, dass das Geld erst jetzt ankommt. Das teile ich sogar von der Einschätzung, auch wenn es um Teile auch meiner Bundesregierung geht. Da bin ich offener. Ich glaube, dass diese Fehlerkultur des Eingestehens von Fehlern auch dazugehört. Ich habe das gestern Abend auch in einer Veranstaltung mit Olaf Scholz öffentlich gesagt. Da habe ich auch kein Problem mit. Da unterscheiden wir uns grundlegend, weil Sie das offensichtlich nicht können. Irgendwann wird in dieser Corona-Albtraumzeit auch vorbei sein. Wir werden wieder essen gehen, Cocktails trinken, tanzen gehen. Derzeit besteht aber die Gefahr, dass es dann keine Orte mehr gibt, an denen das geht, weil weite Teile der Gastronomie die Krise nicht überstanden haben. Für das Gemeinschaftsleben auf dem Land und für unsere Innenstädte, deren Attraktivität stark von einem vielfältigen Restaurantangebot, von gemütlichen Kneipen und angesagten Clubs abhängt, wäre das eine Katastrophe. Deswegen plädiere ich dafür, dass man diese Branche mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% statt 19% den Neustart nach der Corona-Krise erleichtert, meine Damen und Herren. Aber dazu habe ich von der Landesregierung, auch vom Ministerpräsidenten heute, noch nichts gehört, meine Damen und Herren. Wo sind denn Ihre Vorschläge der Unterstützung in diesen Branchen? Und ich will das noch einmal verstärken. Ich glaube, es geht in diesen Tagen nicht darum, immer nur zu kritisieren, was woher nicht kommt oder warum etwas so lange dauert. Es geht darum, konkrete Vorschläge zu machen, so wie wir hier einen gemacht haben, um darüber zu reden, wie können wir mit Überbrückungshilfen, was man sich möglicherweise auch dann wieder zurückholt, oder auch mit eigenem Anteil von Geldern denjenigen helfen, jetzt über die Krise zu kommen. Die SPD-Landtagsfraktion hat von Anfang an beispielsweise gefordert, dass die Solo-Selbstständigen einen eigenen Fonds hier in Hessen bekommen, um Unterstützung zu bekommen. Ich will das noch einmal bekräftigen, weil wir, meine Damen und Herren, zugelassen haben, dass viele Menschen in diesem Modell arbeiten. Und da gibt es nicht immer Alternativen. In manchen Branchen gibt es sie nicht. Es gibt nicht die Massen von angestellten Fotografinnen und Fotografen beispielsweise. Nein, die arbeiten selbstständig.
oder im Messebau oder in ganz vielen anderen Bereichen ist dieses Modell lange akzeptiert worden. Und deswegen muss man auch in einer Krise, wenn man ihnen quasi ein Berufsverbot erteilt, sie unterstützen. Und da erwarten wir auch von der Landesregierung, dass sie selber tätig wird, nicht auf andere wartet, meine Damen und Herren. Das gilt auch für Kino und Kultur. Viele Kinos und Spielstätten sind in einer existenzbedrohenden Lage. Wir haben alle einen offenen Brief der Kinobetreiber in Hessen bekommen als Fraktionen. Ich nehme an, Sie haben den auch bekommen. Das hoffe ich zumindest. Und dort wird bezeichnet, dass es einen Besucher- und Umsatzrückgang von ca. 70% im letzten Jahr gibt. Sehr klar, wenn die nicht mehr offen haben dürfen. Und die Verluste belaufen sich bereits auf 35 bis 40 Millionen. Die Existenz vieler dieser Kinos steht auf dem Spiel, aber Schwarz-Grün spielt auf Zeit. Warum helfen Sie nicht, wie das in Bayern, in Nordrhein-Westfalen gemacht wird, in den Bundesländern? Warum helfen Sie diesen Spielstätten nicht? Stattdessen war jetzt im Ausschuss nur zu hören, dass die Ministerin Angela Dorn warten will, was der Bund macht. Es ist nicht mehr die Zeit zu warten. Nach einem Jahr dieser Einschränkungen ist nicht mehr die Zeit zu warten, was aus Berlin kommt. Wir erwarten hier Eigeninitiative, meine Damen und Herren. Und Sie haben ja zumindest einen kleinen Bereich heute angesprochen. Im Kulturbereich soll ja was passieren. Und insofern wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich möchte zum Schluss auch auf das Thema kommen, was Sie am Schluss behandelt haben, das Impfchaos. Die Impfstoffe sind eigentlich für alle Menschen das Licht am Ende des Tunnels, und jeder von uns hofft, dass wir bald in diesem Jahr geimpft werden. Jeder von uns, denke ich. Und wir haben aber es mit Fehlern auch zu tun, und das muss man auch mal benennen. Ja, diejenigen, die vielleicht nicht frühzeitig genügend Impfstoff bestellt haben, wie Herr Spahn, Frau Merkel, Frau von der Leyen, vielleicht wäre es auch gut, das mal anzusprechen. Und die Einzige, die das tut, und das jetzt im europäischen Kontext sogar getan hat, ist die Kanzlerin. Vielleicht, Herr Bouffier, nehmen Sie sich mal ab und zu ein Beispiel an der Kanzlerin, die eher Fehler eingestehen kann, als Sie es hier können. Sie haben den Impfgipfel angesprochen gestern und auch in der Frage, was es als Ergebnis gegeben hat. Ja, das ist für uns alle nicht schön, dass wir nun wissen, dass erst im zweiten Quartal viele Impfstoffe kommen. Aber ich glaube, es ist gut, diese Gewissheit zu haben. Und jetzt haben Sie gesagt, so ein Impfgipfel, den wir beantragt haben, das brauchen wir alles nicht, das machen Sie ja alles schon. Das ist ja klar, Sie machen ja immer alles schon. Ja? Wenn wir Vorschläge machen, machen Sie das immer schon alles. Und wenn wir sonst, wird der Rest an Vorschlägen einfach ignoriert. Ich will noch einmal sagen, warum wir diesen Impfgipfel gefordert haben und warum wir auch letztes Jahr im November beantragt haben, dass es eine öffentliche Anhörung gibt mit der Gesundheitswirtschaft, um mal über die Lage zu reden und aus den Fehlern im Frühjahr zu lernen und zu gucken, was können wir angesichts einer nahenden zweiten Infektionswelle denn tun, gemeinsam mit den Beteiligten in Hessen. Und das haben Sie einfach schnöde abgelehnt im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Einfach schnöde abgelehnt und mit einer wirklich unverschämten Begründung. Ich will das mal zeigen, weil es Ihre arrogante Haltung mittlerweile zeigt. Öffentlich nicht einmal mehr mit den Beteiligten in den Diskurs zu gehen. Öffentlich, das ist das Stichwort, Herr Ministerpräsident, nicht was Sie hinter verschlossenen Türen bereden. Öffentlich, damit die Menschen mitbekommen, worum es dieser Tage geht. Sie haben unseren Antrag genommen für die öffentliche Anhörung und haben gesagt, oh, wunderbar, wenn Sie die ersten vier Punkte streichen, würden wir zustimmen. Damit wäre der Antrag weg gewesen. Was ist denn das für eine arrogante Haltung gegenüber einer öffentlichen und präsenten Diskussion. Und ich kann Ihnen sagen, wir lassen uns davon ja nicht abhalten. Wir haben trotzdem diese Anhörung durchgeführt. Wir als Oppositionsfraktion, ich habe es mit meiner Kollegin Frau Dr. Sommer, meinem Kollegen Herrn Tobias Eckert durchgeführt. Und die Dankbarkeit der hessischen Unternehmen, das fängt bei Fresenius an, hört bei B. Braun auf, waren extrem dankbar dafür, dass sie mit an den Tisch geholt wurden. Übrigens wäre B. Braun gestern als Medizintechnikhersteller gerne in Berlin dabei gewesen. Ich glaube, das wissen Sie, dass da ein Versäumnis passiert ist. Und es geht darum, alle Beteiligten in Hessen an einen Tisch zu bringen, öffentlich, um über die aktuellen Themen zu sprechen, nicht
auf Ihre Einladung hin hinter verschlossenen Türen. Und das müsste doch wirklich möglich sein. Deswegen plädieren wir noch einmal dafür, in Hessen einen solchen Impfgipfel durchzuführen, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen das nicht ersparen, aber Ihr Kriterium scheint immer wieder zu sein, jede Gelegenheit zur Selbstdarstellung gerne zu nutzen. Wir nehmen einmal das Beispiel der Entgegennahme der Schutzmittel am Flughafen, wo dann der Gesundheitsminister gemeinsam, ich glaube, mit dem Wirtschaftsminister hingefahren ist, um die Schutzmasken öffentlich wirksam entgegenzunehmen, oder auch das Anschreiben jetzt beim Impfen an die über 80-Jährigen. Das war ein einzigartiger Werbebrief. Ein einzigartiger Werbebrief. Da war die Rede von, wie toll die Landesregierung die Impfzentren eingerichtet hat. Nein, das waren zu 80% die Kommunen. Aber das stand da nicht drin, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Art, wie Sie damit umgehen. Es war eine einzigartige Frechheit und insofern wirklich etwas, wo ich Ihnen sagen muss, dass Regieren auch eine Stilfrage ist. Und die beherrschen Sie überhaupt gar nicht mehr. Frau Abgeordnete Peter, auch der Oppositionszuschlag ist rum. Sie müssten zum Ende kommen. Auf der anderen Seite wird sofort ein Schuldiger gefunden, wenn etwas nicht klappt. Deswegen will ich Ihnen mal hier zitieren, was auf der Ansage Ihres Bandes ist. Das hat Ihre Frau ja dann wahrscheinlich auch gehört. Wenn man nicht durchkommt, da ist nämlich die Ansage, aufgrund der geringen Mengen an Impfstoff, Achtung, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, sind derzeit alle Termine vergeben. Ja, stimmt doch, sagt der Ministerpräsident. Ja, ist ja korrekt. Ich finde das auch, dass man in einer Krise dafür sorgen sollte, immer noch in solchen Situationen, wo es den Menschen existenziell um die Frage geht, kommen sie demnächst an einen Impftermin, sollte man auf jeden Fall auf Bänder auch noch draufsprechen, wer schuldig ist. Ich glaube, das hat die oberste Priorität in einer Krise. Herr Ministerpräsident. Frau Abgeordnete Faeser. Der Hinweis war ernst gemeint. Es ist wirklich so, dass in der Krise, wie Sie es gesagt haben, in einer Krise geht es darum, Verantwortung zu zeigen, verantwortlich zu handeln und nicht die Schuld immer dann, wenn etwas mal nicht klappt, auf andere zu schieben. Das wäre ein Zeichen von Größe, eigene Fehler mal einzugestehen, meine Damen und Herren. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Ich hoffe, dass wir gemeinsam positive Perspektiven für unser Bundesland finden und dass wir tatsächlich am Ende dieses Jahres sagen können, es war das Jahr des Impfens und nicht mehr das Jahr von Corona, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Faeser.